Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Elternpaarzeit. Der Podcast für Eltern über die Elternpaarbeziehung. Mein Name ist Julia Reed. Ich bin Coach für Eltern, vor allem für Mütter und unterstütze sie hin zu einer glücklichen Paarbeziehung. Im heutigen Podcast spreche ich mit meinem Mann Wayne über das Thema Rassismus. Wayne ist täglich mit Rassismus konfrontiert und es spielt auch in unserer Beziehung immer wieder eine Rolle. Wir sprechen sehr viel darüber und möchten heute sehr gerne einige Gedanken zum Thema mit euch teilen. Ich bin sicher, dass diese Folge auch etwas mit dir macht, dass du viel Input mitnehmen kannst, dass du bestimmt Gedanken oder Fragen auch hast, die du mir gerne stellen kannst oder mich daran teilhaben lassen kannst. Folge mir gerne auf Facebook, dort findest du mich unter Julia Reed. Reed wird mit EI geschrieben. Und auf Instagram bin ich zu finden unter juliareed.de. Dort kannst du gerne kommentieren unter dem Bild zur heutigen Podcast-Folge. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, viel Inspiration, viel Input und viel zum Nachdenken. Vielen Dank, dass du zuhörst, das ist ein wichtiges Thema. Mach's gut, bis ganz bald. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei Julias Podcast. Obwohl es heute nicht Julias Podcast ist, es ist mein Podcast oder meinem Podcast, der Mann von Julia, Wayne. Wie geht's euch? Ganz gut. Guck mal, die lag im Hintergrund. Ja, ich bin auch noch da. Ich bin heute nur eine Nebenrolle, aber ich bin da. Du bist keine Nebenrolle, du bist, es ist dein Podcast, das heißt, du bist der Hauptspieler. Wie sagt man der Hauptspieler auf Deutsch? Das ist the main role, the star of the podcast. Wow. Nein, nicht Star. Ich bin deine, du bist die Heroin und ich bin der Hero. Ja. Sehr schön. Heute ist Topic Interracial Relationships. Wie sagt man das auf Deutsch? Gemischte. Und genau da fängt es schon an. Ja, das ist, was ist die politische, richtige. Das Schwierige ist, dass im Englischen das Wort Race okay ist zu benutzen und im Deutschen das Wort Rasse nicht. Gemischte Beziehung ist auch scheiße. Entschuldigt. Ist auch eine blöde Bezeichnung, weil man dann auch schnell in der Bezeichnung Mischling ist, wenn es um Kinder geht, die schwarze und weiße Eltern haben, so wie in unserem Fall. Und Mischling wiederum ist einfach ein Begriff, der für Hunde gilt. Ja. Mischling. Es gibt da tatsächlich echt wenige Bezeichnungen im Deutschen. Mhm. Ja, und das ist auch ein Thema, womit sich, so wie ich das mitbekomme, immer mehr zum Glück, in meiner Blase zumindest, zum Glück auch immer mehr Menschen auseinandersetzen. Die Frage, welche Bezeichnungen denn genutzt werden können. Und dann auch die Frage, braucht es denn überhaupt eine Bezeichnung? Aber naja, jetzt erstmal für den Moment ginge es jetzt darum, dass wir heute über Interracial Relationships sprechen möchten. Also einfach die Tatsache, dass ich weiß bin. Und du? Schwarz. Ich bin nicht schwarz, ich bin brown. Ich würde, dass jeder, der diesen Podcast jetzt hört, die müssen sagen, wenn du so einen braunen Mann siehst, wir sagen, dass die brown sind. Weil wir sind eigentlich brown. Ich weiß, wo dieser Begriff schwarz herkommt. Aber wir sind brown. Obwohl es gibt manche Leute, die sind wirklich ein bisschen. Und das Ding ist ja, es gibt die Unterscheidung zwischen der Bezeichnung der Hautfarbe. Ja, dann bist du braun, aber dann bin ich auch nicht weiß. Du bist auch brown, how brown? Ich bin beige. Ja, also zum Beispiel. So eine Art brown? Naja, aber da fängt es ja schon an. Es geht halt am Ende, und das ist das Wichtige, wenn wir über Rassismus reden,
ist die Hautfarbe das Ausschlaggebende, aber es geht nicht um die Hautfarbe. Und deswegen, zumindest so wie ich das kenne, wobei wenn du jetzt sagst, du bist braun, dann sage ich, dass du braun bist, weil du so bezeichnet werden willst und das ist okay. Politisch gesehen sind die Bezeichnungen schwarz und weiß okay. Denn weiß zeigt, du bist privilegiert, du gehörst zu der privilegierten Menge der Menschen und schwarz ist eine politische Bezeichnung, die nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass... Ich bin so böse. Wie du auch. Ich bin ein böse Mensch. Von Rassismus betroffen bist. Ja. Und ich nun mal nicht. Ja. Um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber ich stehe da auch ganz am Anfang noch. Aber kannst du dich damit identifizieren, mit der Vorstellung schwarz und weiß von einem politischen Hintergrund und vor der Frage, wer ist von Rassismus betroffen und wer ist nicht von Rassismus betroffen? Also ich verstehe das. Vollkommen. Aber es ist dir immer wichtig, dass es dir um die Hautfarbe geht. Immer wenn wir drüber sprechen und ich sage, du bist schwarz und meine damit von Rassismus betroffen, ja, diskriminierte Gruppe und so weiter, sagst du mir, dass du braun bist. Also du beziehst es immer nur auf die Hautfarbe. Ja, weil ich hoffe, darum geht es, nur auf die Hautfarbe. Nicht, dass schwarz bedeutet, also alles, was schwarz ist, ist schlecht. Also materialistische Sachen. Und alles, was weiß ist, ist pur oder schön. Und, weißt so wird es immer dargestellt. Naja, das Teil des Problems. Ja. Ja. Ja, ein Paar schwarz-weiß. Ja. Auch noch die Frage. Also wir denken, das passt jetzt zum Thema so Black Lives Matter und so. Es ist so prominent momentan. Es gibt überall in Antwerpen Demos. Magst du kurz den Hintergrund erklären, warum diese Demos auf der ganzen Welt stattfinden? Ah ja, weil... Weil, ganz kurz... Viele von uns sind vermutlich weiß und haben die Möglichkeit, sich diesem ganzen Scheiß einfach zu entziehen und müssen das nicht mitbekommen. Und viele leben in Blasen, die sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen müssen. Deswegen erzähl doch mal kurz, also, nee, was ich los glaube, ist in der Welt. Ich glaube, die sogenannten weißen Leute, die wissen schon, was los ist. Also besonders die deutschen Leute, weil die kommen von der Vergangenheit, ist voll mit so, okay, Rassismus oder Fremdfeindlichkeit oder wie sagt man. Aber worum es mit uns was zu tun hat, ist, dass die Schwarzen oder die braunen Leute, die sind oft, also das ist die gezielte Gruppe, die immer ausgewählt sind. Und siehst du, jetzt ich weiß nicht, wie ich das erklären kann auf Deutsch. Mhm. Also das ist, ja, weil das ist jetzt schon zu, es ist dann Spezialist, gell? Das ist unsere gezielte Gruppe, also jeder wählt die aus einfach und dann ist es oft so, dass, also besonders in Amerika und auch in England. Wählt die aus für Diskriminierung. Ja, genau, ja, da dieses Wort fällt. Mhm. Also, ja, oft in Amerika und England, die sind, ja, angehalten und mehrmals gefragt, was die machen und was die tun. Und wenn die nicht die richtige Frage beantworten geben, die sagen, oh, dann du bist kriminell. Und die nehmen uns, also die braunen Leute, sofort mit ins Blitzhaufstelle. Was ist Blitzstation? Blitzstation auf Deutsch? In die... Hauptkasse. Nein, nicht Hauptkasse. Können wir einfach zur Polizei sagen? Ich habe jetzt nur die englischen Wörter im Kopf. Ja, das ist so, ja. Also the police station. Yeah. Na, wo ist das? Polizeizentrale? Zum Beispiel, bestimmt. Polizei, ja. Ja. Du bist genauso gut in Englisch wie ich in Deutsch. Ja, also dann, ihr werdet dann schnell festgenommen. Schneller festgenommen. Ja, genau, schneller festgenommen und dann sofort... dieser Wort, mir fällt hier wieder so ein Wort. Auch auf Englisch habe ich das verloren. Convinced. Wort. Wort. Wenn die sagen, du hast das gemacht. Beschuldigt, ah, siehst du. Ich kenne dieses Wort. Also wir werden schnell beschuldigt und gesagt, ja, du hast das gemacht, du bist kriminell, weil du braun bist. Das würde ja offiziell erstmal niemand zugeben. Aber es ist Fakt, dass
darf ich schwarze Menschen sein. Wie sagt man, man ist oft unschuldig, bis die schuldig bewiesen. Die Schuld nachgewiesen ist. Aber mit uns ist, wir sind beschuldigt, bis wir unschuldig nachgewiesen sind. Das ist es, wenn man brown ist oder schwarz. Meine Frau, ja, schwarz. das ist das Hauptprotokoll von uns. Wenn ein Schwarz angehalten ist, nicht so. Ich muss zugeben, in Deutschland ist es nicht, also für mich bis jetzt, ich bin seit 14 Jahren in Deutschland, es ist nicht so schlimm. Ich war ein paar Mal angehalten, nur einmal hat es einen Fall, wo die Polizei war richtig so nicht nett zu mir. Sonst, die waren immer freundlich. Und ich glaube, das ist generell so. Ich glaube, die meisten Polizei sind freundlich. Aber es gibt immer noch diese Bad Apples. Ich verstehe nicht. Also ich verstehe das jetzt durch die Arbeit, dass manche Leute sind claro rassistisch, aber irgendwie die bleiben noch in diesem Job, wenn eigentlich sollen seit langem rausgeschmissen sein. Ja. Aber irgendwie die schaffen das. Die schaffen das. Niemand ruft die aus. Ruft die aus. Calls them out. Niemand. Ja, genau. Niemand würde da hinterher sein und aufrufen, oder? Nein, nicht aufrufen. Das ist eine Katastrophe. Du bist Katastrophe. Du sollst alles ich wissen. Müsste ich viel besser reden können. Es ist schon also, niemand sagt Bescheid, dass die rassistisch sind. Und auch ich bin auch beschuldigt, weil manchmal ich lasse so blöde Witze. Zum Beispiel, also, letzter kann ich das erzählen ein bisschen. Ja, letzten, der Klassiker, viele Deutschen kennen dieses Lied, der schwarze Mann wird Angst vor dem schwarzen Mann. Und jemand hat das zu mir gesagt im Laderaum, wo Kunden da waren so, und die haben mich so zum Witz gemacht, so, ich war der, ich weiß nicht, der Witz des Tages. Und ich habe ihm sofort gesagt, ey Mann, du darfst es nicht sagen, das ist nicht schön. Und er ist weitergegangen, dann habe ich natürlich die Protokoll durchgeführt. Ich habe seine Firma, also meine Firma gesagt und seine Firma gesagt und dann, ja, so ist das weitergegangen. Aber wie ich gesagt habe, bis dann habe ich nicht wirklich gesagt, ich habe gesagt, weißt du was, ich bin in Deutschland, manchmal ist es so, ich will kein Problem haben, ich will einfach meine Arbeit machen oder so oder hier in Ruhe leben. Aber ja, jetzt habe ich gelernt, in den letzten so 2-3 Wochen, dass ich musste lernen, was zu sagen und schneller auch, dass die Leute schnell aussortiert sind, weil die bleiben dann da. Also viele Leute in meiner Firma zum Beispiel, die sind noch da und die sollen eigentlich nicht mehr da sein, weil die sind so rassistisch. Aber weil ich nichts gesagt habe, also ich glaube, die wissen das alle, aber die machen nichts. Mhm. Also vielleicht die warten, bis ich was sage. Vielleicht deswegen, die haben mich angestellt. Das ist mir aufgefallen. Die haben gedacht, vielleicht kommt ja der Quotenschwarz und räumt mal auf. Ähnlich, ja. Ja, du bist halt auf jeden Fall, du bist viel zu oft aufgrund der Tatsache, wie du aussiehst, Situationen ausgesetzt, die eine weiße Person so nicht erleben würde. Mhm. Also natürlich wird auch mal Witze gemacht über jemanden, der verschlafen aussieht oder rote Haare das ist auch scheiße. Nee, es ist halt nicht rassistisch, aber es ist auch scheiße. Also auch Farbe, was ist mit Farbe? Warum haben Leute Probleme mit Farbe? Nee, es ist nicht unbedingt, bei dem Rothaarigen, glaube ich, ist es nicht unbedingt Farbe, weil die Frage ist, warum ist es nicht braun oder blond? Bei dem Roten steht eine ganz andere Geschichte dahinter. Ne, da kommt dann die Idee von Hexen oder von was Wildem oder so, das auch irgendwie... Nee, es gibt ja schon auch Witze über verrückte Klamotten, die jemand anhat oder so. Aber der Fakt ist halt einfach, dass du in jeder Situation, wenn du draußen bist, mit irgendjemand anderem zu tun hast, damit rechnen musst, dass jemand einen blöden Witz über deine Farbe macht. Mhm. Die Farbe deiner Haut macht. Und das ist... Und genau genommen, und eigentlich geht es darum, es geht eigentlich nicht um die Farbe deiner Haut, sondern es ist einfach nur ein dreckiges Spiel von Leuten, die sich dir gegenüber überlegen fühlen. Ja. Denn wenn der da singt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, hat es ja nichts damit zu tun, dass deine Hautfarbe eine andere ist. Aber der weiß ganz genau, was das für dich bedeutet. Nämlich, dass er singen kann. Und ich meine, das ist ein sehr, sehr rassistisches Lied, das
tatsächlich ja in Kindern Angst vor Menschen mit dunklerer Hautfarbe geprägt hat. Mhm. Und dieses Wissen alleine zu haben, dass wenn er das singt, dass das in dir was Besonderes auslöst, das macht er vielleicht nicht bewusst, aber es ist mir vollkommen egal, weil dann ist es halt wichtig, dass er lernt, dass es scheiße ist. Deswegen bin ich so froh, dass du da was gesagt hast. Aber du bist einfach viel mehr kritischen Situationen ausgesetzt. Ich werde nie vergessen, du hast immer gesagt, ich mache nicht so viele rassistische Erfahrungen in Deutschland. Ich glaube im Nachhinein, dass, gut, da wo wir früher gewohnt haben, war es bestimmt auch nicht so extrem wie jetzt hier, wo wir sind. Aber ich glaube auch, du hast da nie so wirklich drauf geachtet. Aber ich erinnere mich dran, dass du einmal nach Hause kamst und du hast was ausgeliefert. Ja, das war in Ostdeutschland, aber... Ach, das war in Ostdeutschland? Das war ich auf dem Weg nach, wieder nach, ja, der Westdeutschland. Okay. Ja, und dann muss ich anhalten, Tankstelle, und die Frau hat mich so einen Blick geworfen. Ich dachte, oh Mann, wenn ich sterben könnte, wenn Blicke sterben können... Töten könnten. Wenn Toten können, dann ja. Nee, ich meine jetzt die Situation, wo du Blumen ausgeliefert hast oder so, zu irgendeiner älteren Frau, und dann hat die nur aus dem Fenster gerufen, ich nehme keine Blumen von schwarzen Menschen, schwarzen Männern oder so. Oh Mann, das habe ich vergessen. Echt? Nee, das habe ich, also ich habe es mir gemerkt, weil ich einfach nur dachte, krass, du bist deinem Job nachgegangen, du hast damals beim Delivery Service, wie heißt denn das hier so, du hast Dinge überbracht, und unter anderem waren das Blumen an eine Frau, und die hat diese Blumen nicht genommen, weil du da standest, und wenn jeder andere da gestanden hätte, mit der für sie passenden Hautfarbe, hätte sie tatsächlich ihre Lieferung angenommen. Das ist verrückt. Und das finde ich wirklich, wirklich krass. Und weißt du, ich soll niemanden schlagen, gell? Das ist das Problem. Ich muss provoziert werden. Mhm. Jeden Tag. Und dann, ich darf niemanden schlagen. Obwohl, die dürfen mich als Witz machen. Mhm. Zum Witz machen. Ja. Und ich finde einfach echt gut, dass das scheinbar so langsam bewusster wird. Ich glaube, das kommt und geht in Wellen. Also ich krieg's ja nur von dir mit und bin halt jetzt auch einfach selber ja mehr mit Rassismus überhaupt konfrontiert. Ich meine, ich hab früher immer gesagt, Deutschland ist nicht rassistisch. Niemals kann jemand Weißes beurteilen, ob das eigene Land rassistisch ist oder nicht. Mhm. Weil wo soll ich's denn erleben? Das ist wie in Brasilien, gell? Die haben auch gesagt, Phil, oh, hier gibt es keinen Rassismus. Ja. Aber ich habe umgeguckt, ich habe gesagt, warte mal, alle die braunen Leute, dunkelbraunen Leute, schwarze Leute, die wohnen in Favelas. Und alle die beige Leute, die sind in guten Jobs und Banks. Also ja, klar, gibt es keinen Rassismus. Mhm. Klar, klar. Genau. Und es ist nicht zu beurteilen, wenn man weiß ist. Und nur... Mhm. Und das ist ein Privileg eigentlich, das ist die Schwierigkeit, denn das ist genau das, was wir alle, die weiß sind, als Privileg haben, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen. Mhm. Und seitdem wir zusammen sind, kriege ich es ein bisschen mit. Ja. Und auch wirklich nur ein bisschen, denn ich stecke ja immer noch nicht in deiner Haut und kann vor die Tür gehen, ohne einen blöden Spruch darüber zu bekommen, wie ich aussehe. Mhm. Und ja, diese ganze Bewegung, die da gerade ist. Ach so, für alle, die das gar nicht mitbekommen haben. Magst du ein bisschen was erzählen, was in den USA los war? Was das Ganze jetzt ausgelöst hat, noch mit Black Lives Matter? Ich glaube, die wissen das schon Bescheid, aber wenn ihr das nicht weiß, ein schwarzer Typ, der hieß, weil er ist jetzt ums Leben gekommen, George Floyd, und ja, ich glaube, guck mal, das ist nicht, dass eine, in diesem Fall war es nicht, dass ein Weißer einen Schwarzer getötet hat, das war ein Polizist. Das war ein Polizist, ein normaler Mensch, also Polizisten, die sollen eigentlich schützen, und wie sagt man, was ist es auf Deutsch, auf Englisch auch, wir protect and serve. Der Gesellschaft dienen, würde man sagen. Mhm. Die sollen der Gesellschaft dienen, aber anstatt das zu machen, die bringen Leute in kaltes Blut um. Auch wenn der Typ sagt, ich kann nicht atmen, I can't breathe, trotzdem, der bleibt auf ihm mit seinen Knie auf seine
wie sagt man, das ist so eine Blood Choke, ist das, das blockiert nicht der Halsschlagader. Halsschlagader. Das ist nicht, das blockiert nicht der Luft, sondern der Blut. Mm. Das heißt, der kann noch reden, aber eigentlich kein Blut geht zu deinem Gehirn mehr. Mm. Ja, und die haben das gemacht, jemand hat das aufgenommen. Und ja, der Rest ist Geschichte, wie du siehst jetzt. Ja, es reicht uns mittlerweile. Wir denken, was ist das? Wir können nicht so weitergehen. Wir haben so lange mitgemacht. Zum Beispiel ich, wie ich gesagt habe, ich bin auch schuldig, weil ich habe immer gelacht, also ja, immer was rassistisch mir, so diese rassistische Äußerung mir gegenüber gemacht habe. Ich habe gelacht, ah, ja geil, lustig, wer hat Angst vor. Aber jetzt ist nicht mehr, das war's. Just game over. Ich erinnere mich noch gut dran, letztes Jahr waren wir zusammen auf dem Yoga-Festival. Mhm. Und das sind so diese... Stimmt, du warst ein Jahr vor mir. Ich war ein Jahr vor dir. Ja. Mir selbst zu schwören, sobald ich merke, dass irgendwo Rassismus ist, das anzusprechen. Mhm. Also ich bin da wirklich dran und drin und finde auch, dass ich eine Pflicht habe. Nicht unbedingt dir gegenüber, denn du bist ein erwachsener Mann, aber vor allem auch unseren Kindern gegenüber. Und deswegen will ich mich da immer weiter reinfuchsen ins Thema und auch und gerade als Weiße immer deutlicher es schaffen, das auch anzusprechen. Mhm. Und wir waren auf einem Yoga-Festival. Das fand ich sehr, sehr bezeichnend, jetzt mal abgesehen von diesem großen Fall in Amerika oder diesen Fällen, die einfach bekannt werden. Mhm. Aber das ist halt das, womit... wie ist die Bezeichnung? Black Indigenous People of Color. Ja. Ne? Einfach mit zu tun haben. Da waren wir auf einem Yoga-Festival, wo man eigentlich denken könnte, es herrscht nur Liebe und Freude und Spaß an der Sache. Und in dieser Yogastunde meinte der Yogalehrer, der uns die gegeben hat, regelmäßig auf eine ganz witzige Art sagen zu müssen, haha, Black Wayne. Alles klar, Black Wayne. Ja. So. Zu einem Maß, wo ich wirklich dachte, okay, einmal, weiß nicht, echt doof so, aber okay. Und dann kam es nochmal und ich glaube sogar nochmal. Und ich fand es einfach sehr, sehr bezeichnend, weil ich hingegangen bin und dann so all meinen Mut zusammengenommen habe und es angesprochen habe. Und du meintest noch, es bringt nichts. Du hast noch gesagt, ach, brauchst du nichts, bringt nichts. Ich habe gesagt, ich will das aber jetzt ansprechen, es geht nicht. So. Und dann habe ich ihn angesprochen und dann kam sofort ich was Rassistisches sagen und so. Er war so völlig auf Abwehrhaltung und ist total in die Schiene. Das war doch lustig und ist doch total lustig. Musst du da jetzt einfach mitlachen? Und hier, Wayne, hat's dir was ausgemacht? Ne, siehst du, Wayne hat's auch nichts ausgemacht. Und so, das war. Hab ich das gesagt? Nee, der hat so grüber gelacht. Und geantwortet für mich. Der, genau. Für mich. Und es hat mich wahnsinnig gemacht und ich bin absolut wütend. Ich war auch, also ich habe es nicht besser geschafft, dagegen vorzugehen und ich wüsste auch immer noch nicht, ob ich es jetzt besser könnte. Mhm. Aber ich bin da raus und ich war richtig wütend. Und du hast einfach nur zu mir gesagt, das ist das, was jedes Mal ist. Deswegen weiß ich nicht, ob es was bringt, was zu sagen. Ja. Was ich echt gelernt habe, weil ich gemerkt habe, okay, der war völlig in der Abwehrhaltung. Mhm. Dass er nicht irgendwie noch gesagt hat, ich habe doch auch einen schwarzen Freund, ist auch alles. Ne? Also so, das ist ja auch der Klassiker, ne? Aber ich habe doch auch schwarze Freunde oder ich habe doch auch, ne, muslimische Freunde oder so. Ich kann doch gar nicht rassistisch sein. Ja, warum ist es, kurz bevor du fertig bist, warum ist es bei mir, ich habe auch deutsche Freunde, aber ich gehe nicht durch die Gegend und sage, hey, weißer Mann und so. Ich mag das nicht. Beschuldige Weiße und sage dann, ich habe das nicht. Okay, es klingt bestimmt nicht so lustig, aber ich sage das nicht. Ich kann das. Warum können die und so meine Gegenüber das nicht sagen? Ja, und das ist halt das, was ich echt mittlerweile verstanden habe, dass Rassismus so, also dass die gesamte Gesellschaft einfach so rassistisch geprägt ist. Dass es völlig normal ist, für Weiße rassistisch zu denken und ja letztlich auch für Schwarze, die in weißen Gesellschaften aufwachsen, normal ist, rassistisch zu denken. Denn auch Schwarze sind Kinder, werden groß. Ich meine, wir sehen es an unserer Tochter und wir können dennoch so viele schwarze, wunderbare Charaktere in irgendwelchen Serien zeigen.
Nee, die steht auf blond und weiß und denkt, dass das das Gute ist. Mhm. Und das ist immer noch so, so stark in uns drin. Und ich finde unglaublich wichtig, zu lernen, auch selber zu sagen, ja, ich habe rassistische Gedanken. Mhm. Und ich sage das auch immer wieder. Ich bin da echt wirklich dran und ich kriege es immer besser in den Griff. Aber ja, auch ich habe rassistische Gedanken. Deswegen bin ich kein Nazi, deswegen brauche ich mich jetzt nicht hier irgendwie... weiß ich nicht, selbst schlecht zu machen, weil ich habe ja immerhin einen schwarzen Mann. So, ja, Mann. Ja, was soll das denn? Die hat mich erwischt. Die lass mich nicht los. Genau. Hör auf mir. Schick Blitzer, bitte. Blitzer. Ich habe einfach genauso rassistische Gedanken wie jeder andere auch. Ich werde einfach, und ich, einfach weil ich die Beispiele so bedeutsam finde, einfach eins, wo ich war in Mainz vor ein paar Monat, letztes Jahr, keine Ahnung, irgendwann war ich in Mainz und habe einen schwarzen Busfahrer gesehen. Und ich glaube, das war vielleicht auch zum ersten Mal, dass ich einen schwarzen Busfahrer gesehen habe, aber tatsächlich war mir erstmal, habe ich gestockt und habe da gestanden und habe gedacht, krass, das ist ein schwarzer Busfahrer. Und ich glaube einfach, dass ich, jetzt kann ich sagen, ja, halt noch nie einen schwarzen Busfahrer gesehen habe. Nee, aber es hat mich eher negativ beeindruckt, weil ich dachte, so sinngemäß, mit Schwarzen verbinde ich kein Geld haben, hungernde Kinder in Afrika. Stimmt. Und stimmt. Wir haben kein Geld. Schick so viel Geld zu uns, dass wir Ausnahme sind. Und dann irgendwie noch Kriminelle. So, ne? Also, verstehst du? Nee, ich glaube, du denkst nicht so, Mann, oder? Nein, aber das ist der, nicht im Detail, aber der erste Gedanke ist, krass, da ist ein schwarzer Busfahrer. Ich gucke doch nicht rum und sag, krass, da ist ein weißer Busfahrer. Also aber verstehst ich, du, dass aber, mir ja, das stimmt. aufgefallen ist? Ich auch, weil ich bin in England aufgewachsen, jetzt in Deutschland, in den letzten paar Jahren. Und ich sehe auch Leute und ich denke, what the? Zum Beispiel, ich habe keine schwarze Polizist gesehen, brown Polizist. Mhm. Niemals. Aber es gibt eine aber. Irgendwo. Ja, bist du garantiert. Irgendwo gibt es eine, aber ich habe bis jetzt keine gesehen in 14 Jahren. Und ich Jahren. Glaube, wenn du diesen einen sehen würdest, wäre das nicht so, dass du halt einfach mal durch Zufall den ersten schwarzen Polizisten siehst, sondern du verbindest, zumindest in der Gesellschaft, wo wir jetzt leben, mit der Polizei nicht unbedingt auch schwarze Menschen, sondern du verbindest Weiße. Ne? Und auch, weil du vermutlich, sage ich jetzt einfach mal so, irgendwie auch anders geprägt bist, dass du genauso denkst. Ja. Dass Schwarze doch eigentlich eher kriminell und eher auf der Seite der Gefängnisinsassen sein müssten oder hungernd in Afrika sitzen oder. Und das sind halt einfach die Bilder, die so geprägt sind. Und jetzt kommt garantiert auch wieder irgendjemand, der sagt: Naja, aber es ist doch auch so, Schwarze sind doch auch am meisten im Gefängnis. Und wenn man nach Amerika guckt, ist das ja auch so. Aber es ist halt strukturell. Ja, ja. Es ist halt strukturell. Und das finde ich, ich meine, das kann doch nicht ernsthaft jemand glauben, dass das doch an der Hautfarbe liegt, dass die halt krimineller sind als Weiße. Ja, ja, ne? Ja, ja. Und das finde ich halt einfach so schwierig zu sehen, dass es so wahnsinnig strukturell ist, dass wir alle damit aufwachsen, ob wir es wollen oder nicht. Das ist in uns drin. Und dann habe ich auch, das habe ich nämlich auch versucht auf diesem Yoga-Festival, dem Yoga-Lehrer zu sagen, hey, ich will dich hier nicht angreifen. Ja, ich habe auch rassistische Gedanken. Nur ich muss nicht alles sagen, was ich denke, Nummer eins. Zweitens, ich muss keine Witze darüber machen. Und dann hat er, glaube ich, dann kam auch noch sowas wie, ich würde ja auch einen Witz über jemand machen, der dick ist. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich bin ja falsch, wir können gehen. Ich glaube, so war das. Ja. So eine Trump-Supporter oder so. Und dann können wir noch ein bisschen drüber reden, was wir so als Paar manchmal mitkriegen. Haben wir so viel erlebt zusammen? Einmal war jemand vorbeigefahren, hat irgendwas geschrien. Das N-Wort und Bitch hinterher, damit meinte er mich. Naja, oder so. Und Das war das einzige wirklich Negative, was ich mitbekommen habe. Ja. Aber ansonsten, hast du noch was, Julian? Nee, nicht so wirklich, ne. Mir fällt halt ganz, ganz, ganz viel dieser positive Rassismus ein. Oh, ihr macht aber schöne Kinder.
Und ich mag auch mal ein Schokobaby haben. Aber bei mir, die gucken mich an und denken, ja, Mann, komm, schöne Kinder. Also wenn ein Mann so aussah wie so eine, ich weiß nicht, Abominable Snowman oder so, diese Bigfoot, große Fuß, wie sagen wir? Bigfoot, ja. Ja. Dann vielleicht werden sie sagen, okay, dann habe ich die Glück. Mm. Aber so. Naja, aber es ist ja faktisch nun mal in der Regel auf die Farbe von dir und auf die Farbe von mir bezogen. Und auch da... Nee, ich glaube, die wissen schon, dass wenn ein Paar attraktiv ist, oder? Ich bin mir nicht so sicher, ob ein weiß-weißes Paar, das wäre eine interessante Frage, ob ein weiß-weißes Paar mit ach so hübschen Kindern, was ich wirklich auch ein bisschen anstrengend finde, permanent diesen Kommentar bekommt. Also kommentieren, wenn das zu euch passiert, es wäre uns interessiert. Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, dass das ganz viel dieser positive, und es ist letztlich positiver Rassismus. Ich habe ganz früh, habe ich auch gesagt, ich will ein Schokobaby. Ja, oder Kaffeekind, das ist schon rassistisch. Aber süße Kinder, das ist nicht so. Nee, aber einfach dieser Punkt so, auch mit euren Hautfarben, das ist ja das, was gemeint ist. Es geht nicht darum, wie wir aussehen, sondern es ist, aus uns kommen dann diese Kaffeekinder raus. Ja, es ist immer gemünzt auf die Hautfarbe. Mhm. Und das ist schon wirklich oft. Aber scheinbar nicht von uns, weil wir haben keine Kaffeekinder, also die letzte vielleicht. Die haben tatsächlich viel von mir, Anton, mitbekommen. Ja. Und das ist auch sehr komisch, weil guck, obwohl ich braune Haut habe, meine Großopa ist irisch, der ist auch europäisch. Hm. Und also wenn jemand zu mir kommt, du bist ein Schwarz, habe ich gesagt, ja, aber du weißt, meine Familie ist auch europäisch, aber auf der anderen Seite, ich glaube, europäische Leute, die denken nicht, dass ich auch vielleicht schwarz in mich habe. Viele Leute, die denken... Ach, dass sie selbst vielleicht was Schwarzes in sich haben. Dass sie selbst ein bisschen schwarz in sich haben. Ja, die denken natürlich nicht. Das kann nicht sein. Ich war immer dort. Nee, wenn man guckt in seine so DNA-Test macht oder in die Gesichter der Vergangenheit. Also erstmal kommen wir alle von schwarzen Leuten. Das heißt, irgendwo in der Vergangenheit muss man schwarz gewesen sein. Und dann... ja, da merkt man kann merken von der Augenfarbe, Haarfarbe zum Beispiel. Und unsere Nachbarn zum Beispiel, die sagt, die sieht aus wie ein Türken und sagt, nee, ich bin 100% reine Deutsche. Ich gesagt, niemals. Deine Augen sind dunkler als meine. Das kriegt man nicht von Deutschen. Ja, ich bin Deutsche, okay, gut. Das ist auch so eine Art, was es ist, wenn du deine Wurzel ablehnst. Naja, weil sie ja vielleicht auch nicht bekannt ist. Ja, der Papi, weiß nicht, aber trotzdem, du musst... Es ist halt dann einfach, es ist halt sowieso einfach sagen zu können, oder einfacher und gut sagen zu können, ne, gut in Anführungszeichen, weil es dein Leben leichter macht, ich bin rein weiß, ich bin einfach nur deutsch. Ja. Schwierig ist es dann zum Beispiel für alle schwarzen Deutschen. Ja, die gemischte Kinder, die Papa abgehauen ist nach Amerika oder so, und die sind einfach hier, die sind erwachsen aus Deutsch. Mm. Die denken, die sind auch Deutsch, aber die merken, irgendwas stimmt nicht. Aber die denken, ich bin Deutsch. Aber erfahren und halt den Rassismus. Die sind Deutsch, natürlich, aber... Aussehen ist halt nicht so, dass die Deutsche sagen würden, du bist Deutsch. Ja, und das ist das Problem. Es ist wirklich, wirklich, wirklich komplex. Es ist komplex. Und es ist... Ich finde... am Ende, es ist wirklich so, es sollte halt einfach keine Rolle spielen. Also ja. Aber es spielt, also es sollte keine Rolle spielen. Ich würde mir wünschen, dass es keine Rolle spielen würde. Aber es spielt zu sehr eine Rolle. Mhm. Und zum Beispiel, wenn es darum ging, rauszufinden, jetzt auch wie wir das am Anfang hatten, wie bezeichnet man unsere Beziehung denn jetzt oder wie nennen wir denn jetzt unsere Kinder? Ne, manchmal haben wir Witze gemacht und schwarz-weiß gesagt oder so. Hm. Also ich habe da versucht, ein bisschen mich einzulesen und versucht, Bezeichnungen zu finden. Deutsche mit schwarzem Hintergrund. Ja, und ich meine, in unserem Fall ist es ja noch verhältnismäßig einfach, weil die zumindest sagen können, dass sie einen Engländer als Papa haben. Das heißt, man weiß, dass da auch noch mehr Hintergrund da reinspielt. Nur was machen denn alle schwarzen Deutschen, die schwarz sind, die in Deutschland geboren sind, die einfach nicht zur weißen Mehrheit gehören und die
können nicht unbedingt darauf verweisen. Und das ist nämlich dann auch oft so diese Frage, ja, wo kommst du denn eigentlich her? Das stimmt, ja, aus Köln. Ja, aber wo kommst du denn, also sag doch mal, wo kommst du denn her? Ja. Das ist nicht okay. Mhm. Weil soll die Person jetzt sagen, was mit Uroma und Uropa damals passiert ist, muss die jemandem einfach so all ihre Geschichte vorlegen? Vielleicht weiß sie die Geschichte gar nicht. Ja. Und deswegen sollte es sollte einfach keine Rolle spielen, aber es spielt so sehr eine Rolle. Ja. Und ich finde, da ist wirklich jeder in der Verantwortung. Also ich finde cool, dass du jetzt angefangen hast zu sagen, okay, wenn ich was Rassistisches höre, spreche ich es an. Das finde ich echt cool. Echt wichtig und cool, auch wenn das wahrscheinlich von dir so ein Kampf gegen Windmühlen sein wird. Ja, gerade so bei den Erfahrungen, die du halt, du machst halt einfach täglich wirklich viele Erfahrungen. Und ich kann dann auch total nachvollziehen, wenn man auch irgendwann sagt, sorry, das hier raubt mir jetzt all meine Energie, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Aber ich finde einfach, dass es die Pflicht von jedem weißen Menschen ist, sich darüber zu informieren. Das will ich wirklich mitgeben, denn am Ende ist es immer die Mehrheitsgesellschaft, die, also nee, das ist jetzt falsch, es gibt auch sehr viele Fälle, wo natürlich Minderheiten was bewegt haben, auf jeden Fall, aber am Ende ist es die Mehrheitsgesellschaft, die es am einfachsten tun kann, ne, am einfachsten was ändern kann, wenn sie halt mit den Minderheiten mitgehen. Ja. Und das finde ich das Schöne an diesem Black Lives Matter Movement, dass da so viele Weiße sich auch einfach dranhängen. Ja. Ne? Das ist, wo wir diese Kampf gewinnen, ist, wenn die Weiße für uns aufstehen und sagen, es reicht, weil ich allein, ich sehe das auf der Arbeit jeden Tag. Ich kann sagen, ich mag das nicht, bis ich blau ins Gesicht bin. Das ist eigentlich so ein blühender Face. Ich kann das so oft sagen, bis ich es nicht mehr sagen kann. Und glaub mir, die finden andere Wege, mich zu beleidigen. Ich sage, okay, wie kann ich beleidigend sein, aber nicht, dass der mich verpetzen kann. Krass, ja. Glaub mir, die machen das, die sind schlau, Mann. Die sagen, okay, ich kann nicht mehr schwarz zu ihm sagen, also ich sage was anderes. Deswegen kam diese Wertangst von Schwarzmann ein, hat es gesagt und dachte, okay, das geht. Weil vorher haben die einfach der N-Wort gesagt. Ich war so, hey, mein Jungs, was ist? Mm. Und dann haben die gesagt, okay, nein, nein, nein. Und dann auf einmal, ja, das, you know. Mm. Also, die finden immer was. Ja, und es ist einfach diskriminierend und es ist einfach Rassismus, Punkt. Ja. Und wie gesagt, einfach, also ich will einfach gerne mitgeben, an alle Weißen, informiert euch. Und ich weiß auch, dass da viel Unsicherheit mitkommt. Das ist ja bei mir auch so. Plötzlich denkt man so, oh mein Gott, wie darf ich denn, was darf ich denn jetzt noch sagen? Ne? Dann kenne ich auch dieses Gefühl von jetzt plötzlich in die andere Richtung gehen zu wollen. Und dann kommt ganz viel positiver Rassismus raus. So nach dem Motto, ich grüße jetzt jeden, der schwarz ist, oder irgendwie off-color ist oder so, noch freundlicher. So. Mhm. Also man fängt dann, ich kenne das alles, dann fängt man an, sich in so eine ganz komische Phase zu begeben, wo man denkt, oh Gott, jetzt darf ich gar nichts mehr sagen. Und ich weiß wirklich als auch aus ehrlicher Unsicherheit raus nicht, was ich jetzt noch machen kann. Mhm. Aber da ist es halt einfach wichtig, mit der Unsicherheit umzugehen und im Zweifel auch mit den Menschen darüber zu sprechen, was sie so für Erfahrungen machen. Und also ich kann auf jeden Fall, ich gebe einfach mal zwei Bücher mit, zumindest, die wirklich hilfreich sind. Das eine ist Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Sow. Das andere, da weiß ich jetzt tatsächlich, ich kriege den Namen von der Autorin leider nicht mehr hin, Exit Racism. Das sind zwei wirklich, also Bücher, die wirklich einfach zu erklären sind, zu verstehen sind. Und da ist mir wirklich wichtig, das zu sehen und dann einfach sich ehrlich hinzusetzen und nicht ständig in diese Abwehrhaltung, ich bin doch kein Rassist und so weiter zu gehen, sondern einfach sich hinzusetzen und anzuerkennen und zu sagen, okay, jeder in dieser Gesellschaft hat rassistische Gedanken, weil wir einfach so krass so geprägt sind. Und dann kann ich von da aus halt auch tatsächlich mich damit auseinandersetzen, aber in so eine Abwehrhaltung zu gehen, ist einfach
absolut kontraproduktiv, im Übrigen, was alles angeht. Also ich meine, es ist ein Beziehungspodcast, auch in Beziehungen ist Abwehrhaltung immer irgendwie schwierig. Ja. Gott, das Thema ist eigentlich, es ist so komplex. Wir haben noch gar nicht viel über unsere Kinder gesprochen. Vielleicht nächste Woche. Schauen wir mal, wann wir das machen. Wir machen ein Teil 2. Es gibt auf jeden Fall noch einen Teil 2 dazu, genau. Hast du noch irgendwas zu sagen, Freund? Sei euer All Lives Matter when Black Lives Matter. That's it. Okay. Habt eine gute Zeit und bis ganz bald wieder. Ciao. Tschüss.